Wirf das Laken einfach in die Wäsche, Schatz. Was soll der Ellen DeGeneres Aufzug? Heute ist mein Vorstellungsgespräch. Bleib ganz ruhig, Rob. Du steckst in die Tasche. Warum wollen Sie gerade nach Georgetown? Mom und Dad lernten sich dort kennen. Kann ich vergessen. Konzentrier dich auf das, wo du sicher reinkommst. Angela. Miss Marconi hat einen Test vorverlegt. Sie muss morgen zur Mammographie-Screening. Sagst du gerade Mammographie? Ja, und wieso klingt das aus deinem Mund so sexy? Mammographie. Hi, Rob. Fühlt sich gut an. Wirf das Laken einfach in die Wäsche. Scheiße, ich werd wahnsinnig! Ich habe Orgasmen, verfrühte. Dann wache ich wieder in meinem Zimmer auf, meine Mom kommt rein und sieht den riesigen, feuchten Fleck. Glaubst du mir? Naja, um ehrlich zu sein, nur das mit dem feuchten Fleck auf deinem Laken. Ich habe Déjà-vus oder vielleicht auch sowas wie eine Psychose und brauche dringend Hilfe, weil ich sonst durchdrehe. Ich hatte gehofft, dass sie diesmal nicht heulen. Was? Ich wache auf, das Leben tritt volle Kanne zu und ich kriege einen Orgasmus. Also bitte! Und dann erlebe ich den Tag nochmal von vorn. Nehmen Sie das Thema Sex nicht auf die leichte Schulter. Nein, sicher nicht. Ich hatte heute schon 7 Orgasmen. Leicht ist anders. Heilige Scheiße. Ich wasche ab sofort meine Wäsche selbst. Ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte, heute kannst du tun, was du willst. Ein Leben ohne Konsequenzen führt. Fühl dich fest und prall an, Stanley. Nein, diesmal nicht. Gabrielle wahnsinnig gern. Hol los, die Braten. Ja, los! Jetzt! Glaubst du im Ernst, dass ich mit euch zwei Idioten einen Dreier mache? Warum nicht? Ist ein großer Tag für ihn. Er muss da ein bisschen Druck ablassen. Das war eine Riesenladung. Ich konnte in seinem Alter einen Eimer füllen. Liebling, du kannst immer noch einen Eimer füllen.